Was denkst du denn? Kommen wir heute miteinander klar oder hast du vor, mir den Tag zu verderben? Was meinst du? So, ich gehe jetzt online und ich bin die schlechteste Schauspielerin der Welt. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Claudia, mein Leben und mehr. Ja, was liegt heute an? Also wir, das ist die liebe Claudia Belladonna, That's Life, und die liebe Lydia, die Make-up-Mieze. Wir haben uns überlegt, dass wir uns zusammentun und den Endgegner bekämpfen. Das heißt, zeitgleich, wenn ihr dieses Video hier entdeckt, sind auf dem Kanal von Belladonna und von Make-up-Mieze auch der Kampf zu sehen mit der Candy Haze von Revolution. Und ja, wenn euch das interessiert, was wir haben uns nicht abgesprochen oder so, welche Looks wir machen. Wenn ihr mal sehen möchtet, wie die Palette in drei verschiedenen Händen performt, dann bleibt gerne dabei. Und ja, ich bin gespannt. Sie ist noch jungfräulich. Eigentlich hat die ja recht hübsche, also eigentlich ist die langweilig, aber die hat eben zwei gute Farben. Die hat dieses wunderbare Grün und die hat dieses wunderbare Lila. Das andere ist ja ein Goldschimmer, ein silberner Schimmer. Hier sowas, ich sage mal Zimtzucker-Mischung. Ich schwitze wieder, wie ich habe eine neue Hitzewallung. Ach, nee, furchtbar. Im Moment ist es ganz schlimm. Aber der Rest ist eben ziemlich nudig. Ja. Ach, wir schauen einfach mal. Bis jetzt habe ich alle bekämpft. Da kriegen wir die auch noch hin. So, jetzt nehme ich aber mal eben ein Tuch. Ah, dass ich nicht ganz so glänze. Ja, so. Brille ab. Ah, nee, warte. Ich hole euch ein bisschen näher ran, damit ihr besser sehen könnt, was ich mache. Und ich kann dadurch auch besser sehen. Das ist inzwischen eine Win-Win-Situation. Was habe ich denn da? Das ist nicht schön. Ja, ich bin im Moment ziemlich vergesslich. Ich hatte mich schon mal geschminkt. Und da dachte ich, oh, du wolltest ein Video machen. Ich also wieder alles ab. Und naja, schauen wir einfach mal, was ich heute so mache. Gut, ich nehme in weiser Voraus, ich nehme schon mal einen ziemlich festgebundenen Pinsel und trage mir heute mal auf die Farbe Vapour. Okay, ich mache es heute mal nämlich anders. Ich habe heute mal Lust, einen etwas anderen Look zu machen. Und den trage ich mir einfach mal auf. Okay, vielleicht. Aha, okay. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts, oder? Oder sehe ich das nur nicht? Ja, es geht. Sieht ein bisschen aus wie entzündete Augen, ne? Ja. Schauen wir mal weiter. Ich nehme einfach mal diesen Tart-Ton und mache den nochmal drüber, weil diese Farbe ist mir doch ein bisschen suspekt. Ja, das sieht schon besser aus. Okay, also die kann man ganz gut miteinander verbinden. Das ist gut. Okay, was mir hier natürlich in dieser Palette fehlt, das ist ein richtig dunkler Ton. Was mache ich denn da? Ich nehme diesen Golden Ton. Der ist zwar mit Schimmer, aber okay. Okay, das ist eine Fingerpalette.
Dann wollen wir mal gucken. Okay, ich nehme nochmal diesen Tartton auf und trage ihn mir einfach mal so auf. Okay, das ist also keine Palette, die wirklich performt. Das haben wir aber anders ausgemacht hier. So, jetzt nehme ich den dunklen Ton auf und trage mir einfach mal hier in die Mitte und da sieht man nichts. Ja, bist du denn? Dann nehmen wir hier Clouds. Den sieht man, aber der hat eine ganz andere Farbe als hier im Pfännchen. Oh, der ist ja, der ist ja. Okay, was mache ich? Ich nehme mal einen anderen Pinsel. Ich nehme mal hier diesen festeren. Und ich habe bis jetzt alle bekämpft. Wir nehmen mal hier diesen Blauton. Dann gehe ich mal ordentlich rein, weil ich habe das Gefühl, also hier kann man wirklich nur ganz leichte Sachen sehen. Ich nehme den nochmal. Denn gemischt geht's anscheinend. Puh, die ist ja übel. Entschuldigung, aber klar, ich bin sonst etwas teurere Paletten, aber ich habe auch schon ganz preiswerte Paletten gehabt, die. Okay, wir machen es nur über Glitzer. So geht das dann wahrscheinlich. Ich nehme diesen Sugarton. So. Und jetzt mach mir keinen Ärger. Ja, geht so. Das kann doch nicht sein, dass man die nicht sieht. Ich nehme den Pick and Mix. Leute, die sehen alle gleich aus. Ihr seht mich echt sprachlos. Das habe ich ja jetzt nicht erwartet. Ich nehme den Dreams. So, und ich gehe da richtig rein, damit hier mal ein bisschen Pigment bleibt. So, und den ziehe ich mir jetzt mal rüber. Okay. Okay, jetzt weiß ich, was Belladonna gemeint hat mit Hot oder Schrott. Ah, der geht aber hier, der Dreams, der geht. Da kann man zumindest ein bisschen aufs Auge hauen. Ich brauche ja hier eine Base, geht doch nicht. Kann doch nicht sein. Was bist du denn für ein kleines Stück, du? Witzig, ich finde das, ja. Oh, wenn ich das hier, nicht jetzt ganz entspannt auf meiner Couch machen würde, sondern was weiß ich müsste dringend irgendwo hin oder sowas. Dann würde ich aber austicken, ey. Naja. Okay. Wir machen heute alles über Glitzer. Glitzer geht hoffentlich immer. So, ich mache mir meine Finger ein bisschen feucht. Ich nehme mir einfach mal so ein Tuch hier. So ein Feuchttuch. Komm her. Ich nehme einfach mal so ein Feuchttuch, mache meine Finger ein bisschen feucht. Dann kann ich die, glaube ich, besser aufnehmen. So, und wir fangen an mit dem Goldton. Ja. Und trage mir den hier ins äußere Eck. Dann nehme, ups. Dann nehme ich den Grünton. Das ist, glaube ich, der einzige, der färbt. Okay.
Und selbst der sieht auf dem Auge alles andere als grün aus. Ich werd verrückt. Was ist denn das bitte für eine? Ich hau den richtig aufs Auge. Okay. Finger wieder feucht. Lila. Und der hat eine sehr, sehr trockene Konsistenz. Den trage ich mir hier in die Mitte. Ja, da unten brauchst du jetzt auch nicht färben. Gott. So, okay. So, und dann nehme ich einen Pinsel, nehme mir das Gold nochmal auf und ja, das geht. Also verblenden lassen Sie sich wenigstens, das ist ja mal was. Okay. Okay, das geht. Ja, das. Weiße Parfum auf dem Auge, nicht aber unterm Auge. Das ist ein Humor, den. Ja, das ist jetzt so ein bisschen regenbogenmäßig, aber schaut mal. Ihr seht das jetzt, ich sehe es nicht. Aber ich finde, das geht. Das geht. Okay. Dann nehme ich meinen ganz kleinen, nehme das Silber nochmal auf. Also nicht nochmal, nehme das Silber auf. Und machen wir den Inner Corner. Boah. Okay, das Silber ist gut. Dann ziehe ich das mal ein bisschen hoch noch. Ich bin sprachlos. Okay, ja, ich. Also viele sagen ja, oh, Revolution. Ich habe wirklich tolle Paletten von Revolution. Die Paradise Bird, die ist sehr schön. Die Flawless. Flawless, wie heißt sie denn mit dem Cannabis? Also Marihuana? Ne, die heißt bestimmt anders. So, ich nehme noch mal ein bisschen. Wenn ich einmal ein bisschen hier noch drunter gehen. Mit dem Puh. Aber diese Palette hier. Obwohl das so, es gefällt mir ganz gut. So, wir machen jetzt einfach mal weiter. Ich trage mir mal ein bisschen Mascara auf. Dann sieht das ja alles immer direkt ein bisschen anders aus. Und dann schauen wir mal, was wir noch retten können. So. Es gibt ja auch so Tage, da kann man machen, was man will. Man sieht einfach kacke aus, ne? Also. Vielleicht gibt es ja nicht nur einen Bad Hair Day, sondern auch einen Bad Make-up Day. Also die Farben gefallen mir jetzt im Moment ganz gut eigentlich. Aber ich kann nicht leiden, wenn ein Produkt. So, ich muss das hier ein bisschen wegmachen. Gefällt mir überhaupt nicht, dass das hier jetzt so fleckig ist. So. Oh. Oh. Ja.
Also, ich ziehe mal meine Brille an. Ich muss mal gerade sehen. Ich nehme auch mal meinen Spiegel, was der so sagt. Moment. Ja, es geht. Also, hier im Spiegel finde ich es jetzt gar nicht so schlimm. Ich finde schlimm, dass dieses Silber sich jetzt hier überall verteilt. Nur nicht da, wo es soll. Ja, die Schimmerpartikel, die habe ich überall, aber nicht da, wo sie hin sollen. Doch schon, aber nee, also sagen wir es mal so. Das können da besser Revolution, ne? Also, die ist ja, ich meine, so gefällt mir das jetzt ganz gut. Aber mit einem Pinsel überhaupt nicht möglich bei mir. Kann an meinen Pinseln liegen, wobei ich habe Spektrumpinsel, also ich muss jetzt noch mal ein bisschen unter das Auge gehen. Ja. Jetzt habe ich mir nämlich hier die ganze Grundierung weggenommen. So, ja. Ja. Es geht. Jetzt weiß ich nicht, wo ich bin. Da ist meine Brille. Okay. So, lass mal sehen. Also, mein Fazit. Die hätten da echt nur eine Viererpalette draus machen sollen. Und alle anderen, die haben irgendwie keine Farbabgabe. Ich swatch die jetzt nochmal. Jetzt bin ich neugierig, ob ich jetzt heute einfach ein bisschen. Schaut mal. Ja, also den kann man erkennen, aber die drei? Nee, gefällt mir nicht. Also das sieht jetzt, ach, das ist, ah, okay. Der hier so. Das ist, der schimmert. Also das ist ein, ja, Multichrom. Damit beleidigt man alle multichromen Töne der Welt. Ja. Der nächste. Ich mache weiter. Also die, ich weiß noch nicht mal mehr, wo ich angefangen habe da. Okay. Wir merken uns, Sorbet färbt. Das ist Sorbet. Aber die anderen, nee, das ist mir alles. Also das ist mir, Entschuldigung, aber das ist eine Highlighter-Palette. Okay, ich höre jetzt hier auf. Also das, ja, ihr Lieben, was sage ich hierzu? Die anderen, die habe ich nämlich alle benutzt und da war auch nicht viel Farbabgabe. Als Topper kann man die benutzen. Aber ganz ehrlich, für mich ist das ein Flop. Schade, weil die war gar nicht so billig, ne? Ich glaube, die hat über 12 € gekostet. Ich kaufe ja gerne diese LE-Paletten, weil die eigentlich immer was ganz Besonderes sind. Und wenn man die jetzt hier so sieht, denkt man auch so, ach ja, hübsch. Also der Farbton, der gefällt mir jetzt sehr gut. Den habe ich nur nicht benutzt. Und jetzt wo ich diesen silbernen Glitzer im Inner Corner habe, den hätte ich als Inner Corner nehmen sollen. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Was ganz gut war, das war der hier und das war der hier, aber die allen anderen irgendwie, ich muss noch mal gucken. Ja, man sieht es, aber ihr habt ja gesehen, wie lange ich da hantiert habe, dass das überhaupt irgendwie eine Farbe abgibt. Ja, ich bin gespannt, was die anderen Mädels gezaubert haben, ob die da weniger Probleme mit hatten. Ob das einfach ein
Bad Make-up Day war. Kann ja sein, ne? Vielleicht ist es einfach so. Vielleicht gebe ich ja einfach an einem anderen Tag nochmal eine Chance der Candy Haze von Revolution. Und ja, euch wünsche ich jetzt einen schönen Tag. Bleibt gesund, ne? Das ist das Allerwichtigste. Also ich weiß nicht, eben habe ich, also ich rede mich gesund, sozusagen. Ah, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr da mehr sehen wollt, dann könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Das kostet euch nichts. Aber für mich, ich freue mich einfach, ne? Wenn ich da sehe, oh, da ist wieder einer dazugekommen. Herzlich willkommen übrigens an alle Neuen, die bei mir gelandet sind. Ich versuche das Ganze immer nicht zu ernst zu nehmen und ja, habe vielleicht auch manchmal eine spezielle Art von Humor, aber ja, so bin ich halt, ne? Ihr Lieben, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!